Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars The Old Republic. Ich bin hier gerade wieder auf Ilum, möchte das Crew Event weiter fortsetzen. Ja, das war der falsche Händler bei dem. Man kann sich nämlich eine Berechtigung für die graue Sikante kaufen, wenn man den Ruf Neuling erreicht hat. Den habe ich ja mittlerweile schon erreicht. Zum Glück habe ich ja meinen anderen 50er, mit denen ich schon ein bisschen Ruf gefarmt habe. Und jetzt versuche ich noch irgendwie ein paar Leute aufzutreiben. Achso, erstmal aktivieren. Jetzt versuche ich noch ein paar Leute aufzutreiben, die mir irgendwie da helfen können. Da gibt es mir nicht. Oder kann ich es auch alleine schaffen? Ich weiß es nicht. Graue Sikante, was war jetzt eben die rote Schrift? Ich hab grad nicht aufgepasst. Du darfst jetzt die graue Sikante betreten. Achso, dann muss ich die noch als Quest hier am Terminal annehmen. Genau, hier ist es. Graue Sikante. Bla bla bla. Welche Quest waren das jetzt? Ich glaube Katalyse. Genau. Nö, nicht genau. Ach, ich nehme einfach mal alle an. Ich kann die anderen hier abgeben oder ablehnen. Die war das hier täglich. Fortschrittliche Versuche. Reise zur grauen Sikante. Und ich glaube, alleine werde ich das glaube ich nicht schaffen. Ich brauche da noch einen 50er oder zwei. Ich frage mal, ob ich da irgendwie von jemandem Hilfe bekomme. Vielleicht muss ich mir auch noch die Hilfe erkaufen. Man weiß es nicht. Also bis gleich. So, ich habe ein paar Leute gefunden, die mir helfen. Ich bin jetzt gerade hier im Nordwesten. Und ich sehe, hier ist ein Wissensobjekt in der Hütte. Und da ist noch eine Kiste. Da draußen hat ein paar Gegner gelegt, die haben das auch noch gehabt. Aber das werde ich jetzt nicht aufnehmen. Ich werde das trotzdem machen, um ein bisschen EP zu bekommen und... EP gar nicht mal, aber eigentlich nur die Credits und den Ruf zu bekommen. Aufnehmen werde ich dann nachher nur die graue Sekante, wenn wir das machen. So, da bin ich wieder. Hier, der imperiale Bereich ist links und der republikanische Bereich ist übrigens rechts und ich werde schnell zur grauen Sekante reisen. Ich hoffe mal, dass die Videosequenz jetzt hier nicht zu lange dauert und jetzt nicht großartig was kommt. Ah, ich bezweifle. Ne, war gar nichts, okay. Krass, wo ist ein anderer? So weit vorne sind die schon? Nee, ne? Das kann doch nicht sein. Ah, ne, da ist einer. Ah, fuck, Mann. Ich mach mal wieder mein Bestes als Heiler hier, oder mein Schlechtestes, man weiß es nicht. Ist nicht so einfach hier. Oh, Hilfe. Die anderen sind noch draußen, glaube ich. Also ich habe mal gefragt hier im Chat, wer mir helfen kann. Netterweise hat hier Warhawks mir geholfen. Oder hat gesagt, dass er mir die Hilfe anbietet, weil er das sowieso machen möchte, die Quest. Und die anderen wollten die auch machen. Beziehungsweise einer davon, den beiden. Und der dritte, der stand bei den Pfeiler-Druiden. Ne, Pfeilerhütern, so heißen die. Komme ich da vorbei? Ja, bestimmt wieder nicht. Mist. Mist, 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 Mist. Nee. Lauf nicht weg. Bleib bei mir. Krass, Hilfe. Nicht, dass ich kapiere. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich muss mich selber heilen. Oha, das war knapp. Heilungsgranate. Erstmal selber heilen. Der andere nimmt ja kaum Schaden, der ist ja komplett 55. Ich denke mal, das ist das höchste Equip, was es gibt. 69er ist es, glaube ich, zur Zeit. Ein paar Wochen kommt dann ja noch irgendwie 75. Ne, 69er? 69er Mierungen sind, glaube ich, die höchsten. Und Equip ist, glaube ich, das höchste, was es gibt, 73. Und das kann man, glaube ich, nur in irgendwelchen Flashpoints kriegen. Kann sein, dass ich auch falsch liege. Zumindest kommt in ein paar Wochen dann auch noch besseres Equip raus, irgendwie mit einem Patch. Na, ob ich da vorbeikomme, ich weiß ja nicht. Ich kann mich auch nicht unsichtbar machen. Komm, komm, das schaffe ich. Ja. Diese Viecher sind so ekelhaft, die schubsen hier hin und her. Ich habe mich mal wieder silbern ein bisschen. Ich könnte ihn hier gleich mal inspizieren. Ich weiß nicht, was er genau anhat, aber das muss auf jeden Fall sehr gut sein.
Komm hier, Heilung. Bedrohungsanalyse. Also man muss hier überall die Pfeiler hier abklappern. Das brauche ich nicht. Manchmal passen, weil mein Inventar ist sowieso voll. Wieder mal. Könnt ihr euch jetzt denken, warum? Denn ich habe ja wieder im Auktionshaus ein bisschen rumgewütet. Komm, komm, das schaffe ich vorbei. Nein, oh, kacke. Ich glaube, es geht ihm auch auf den Sack. So, der Gegner ist ganz anders hier. Den kann man mit normalen Angriffen nicht töten. Man muss mit Missionsinventar. Hier ist mein Inventar. Im Missionsinventar ist so ein Gegenstand, der heißt blaue. Wie heißt das? Da. Blauer Torus. Den muss man immer anwählen, um den Gegner zu töten. Nur mit dem kann man Schaden machen. Deswegen hat der jetzt immer. Oh krass. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nicht, nicht, nicht. Nein! Ah, fuck, Mann. Das gibt's doch nicht. Hat er ihn schon fast runter? Ich hoffe mal, dass ich das auch noch kriege, wenn er den tötet. Die anderen beiden, wo sind die denn? Sind die noch draußen? Das passiert, wenn man nicht bei der Gruppe bleibt. Ich hätte auch meine Elara rausholen können, weil die anderen sind ja alle weg. Das hat, aber er hat die Aggro, glaube ich, von den Viechern verloren, weil ihn greifen die nicht mehr an. Zumindest diesen Roboter, den kann er nur mit diesem blauen Torus verletzen. Da muss man immer Rechtsklick drauf machen. Normalerweise ist es ja hier auch mit bei. Aber ich habe hier nur 4 Missionen angezeigt. Mein Missionsinventar ist ja auch wieder voll hier. Mein Missionsbuch. Komm, das schaffst du. Und das, was er als erstes macht, also dieser, wie heißt die überhaupt? Dieser Kernverteidiger, diese Kernverteidigungseinheit, die zerstört erstmal den Gefährten hier mit einem Schuss irgendwie, One Hit. Der ist dann tot und dann muss man ihn halt alleine besiegen. Gelbe Senkrechte. Ja, er macht das schon. Danke. Jetzt ist ja auch PvP markiert. Weil er mich aufgehoben hat. Markierung, so. Und hier war doch noch irgendwo da. Ein Wissensobjekt. Ein weiteres. So, wo ist er jetzt? Hier waren doch irgendwo noch Quests. Mist, die habe ich vergessen. Ah, scheiße. Komme ich da jetzt nochmal hoch? Ich glaube nicht. Oder wo waren die Quests? Die waren ja da oben. Mist, 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 Mist. Da stand nämlich so ein Druide, den habe ich übersehen. Da gibt es nämlich so eine Quest, da muss man auf alle Planeten reisen. Und einzeln so eine, ja, wie soll man das nennen, Weltbosse töten. Also da sind auch so ein, vom Event halt so eine... Komm, ich gehe nochmal schnell rein. Ich hoffe, dass die ganzen Typen dann noch tot sind auf dem Weg. Das gebe ich mal weg hier. Ah, scheiße, da komme ich doch nicht vorbei. Oder doch? Ich muss ja hier rechts lang. Hier muss ich links. Komm, 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 das schaffe ich. Ah, hau da ab. Wo waren die überhaupt? Stand der da hinten? Ah, ich weiß das gerade überhaupt nicht. Irgendwo stand doch hier so ein Druide rum. Ich muss mal fragen, ob der eine die Quest angenommen hat. Ob er die dann teilen kann. So, Medicenter. So, wir sind nochmal reingegangen. Die Quest, die ist hier im zweiten Raum. Also, oder das dritte Terminal, was man, glaube ich, drücken muss. Und hier ist es genau gegenüber. Da steht so ein Druide. Ach, das ist schon tot, oder wie? Gut, dann gehen wir mal rüber zu der Quest. Was muss man hier machen? Ja, ja. Wir müssen nämlich auf andere Planeten reisen. Von Coruscant bis Voss, ich weiß nicht, waren das 6, 7? Sind das alle? Also alle bis auf die ersten beiden oder so? Zumindest habe ich die Quest vorhin übersehen. Und die habe ich. Ich habe schon die graue Sekante jetzt schon ein paar Mal gemacht. Mit meinem Sis auch 2, 3 Mal.
Die Quest habe ich bis jetzt jedes Mal übersehen. Heute hatte ich einen in der Gruppe und der hat die dann angenommen. Habe ich gesehen, hä, was ist das denn? Bin ich mal hin da? Da gab es halt diese Quest und die werden wir dann, glaube ich, auch in dieser Folge machen. So, und den Rest der grauen Sekante habt ihr schon gesehen, dass man da diese... wie heißt das hier? Kriegen wir jetzt, glaube ich, wenn wir hier runtergehen. Dann kriegen wir diesen blauen Torwuchs. Torwix war es nicht, das war im schwarzen Loch. Kriegen wir den jetzt nicht langsam? Naja, dieses blaue Teil da, was ich vorhin gemacht habe. So. Soweit wäre ich erstmal fertig. Ja. Jetzt kann ich die Mission noch schon mal abgeben. Wie viele Credits habe ich eigentlich? 300? Ja, gut. Ich glaube, wir kommen jetzt an die Credit-Grenze. Du musst Platz in deinem Inventar schaffen. Hä, wieso? Ach, ich habe noch 6 oben. Ach, da sind noch 6 offen. Die habe ich alle nicht angenommen. Ach, ich muss erst Platz schaffen. Ja, dann muss ich ein bisschen Platz schaffen. Verkaufe ich mal noch ein bisschen was. Dann muss ich wieder alles Stück für Stück machen. Ist ja krank. So, jetzt muss ich beim Druiden rausgehen, sonst verkaufe ich die Dinger. Zack, nächste annehmen. Noch eine grüne, zack. Klassische Auszeichnung. Sehr schön. Wenn ich dann nachher 50 bin, dann kann ich mir super gute Sachen kaufen. Ja, super gut sind die auch nicht. Aber auf jeden Fall ziemlich geil. Und eine Helix haben wir auch. Jetzt brauche ich 2 Plätze frei. Ich habe noch einen Kristall, den kann ich... Das war ein duplizierter, den kann ich wegschmeißen. Den kann ich mir unendlich zurückholen. Leider sind die immer gebunden, also ich kann die nicht... Ach nee, ich brauchte gar keinen Platz. Ich habe doch nur irgendwo eine Helix. Das. Ich habe jetzt 2-mal eine Helix schon. Wow. Zum Glück brauchen wir für den Gleiter ja bloß 48. Da bin ich schon fast dran. Das Event wird morgen weg sein. Also ich bin jetzt hier... Nee, heute. Also ich bin Dienstag morgens 1.42 Uhr spiele ich gerade. Und es wird um 8 Uhr, wird das, glaube ich, weggepatcht. Deswegen möchte ich das jetzt unbedingt noch schaffen. Ich hoffe mal, dass die Weltboss nicht zu krass sind. Also ich habe schon erfahren... Oder Weltboss, das sind ja nur die Greed-Typen da, die dann auf dem einzelnen Planeten rumstehen. Und ich habe erfahren, dass alle ziemlich einfach sind, weil sie an das Level der einzelnen Planeten angepasst werden. Aber auf Voss, da könnte ich ein bisschen Probleme bekommen. Beziehungsweise auch auf dem Planeten davor. Ich weiß gar nicht, wer es ist. Oder der davor. Ich weiß nicht, sind die Belsava ist auch dabei? Warum J? Nein, ich will M. Voss. Quash, Hot. Nee, Voss ist dann schon das Schlimmste. Könnte ich aber mal gucken. Mal gucken, wie das da wird. So, dann die andere Quest hier, die kann ich ja im Prinzip abgeben. Oder, ach, ich behalte sie erstmal noch. Vielleicht finde ich. Vielleicht muss ich ja hier nochmal her. So, und jetzt nehme ich mir erstmal einen Gleiter zum. Da habe ich. Nee, ich habe ja. Haha, ich habe ja hier irgendwie noch Vermächtnisreise fürs Schiff gehabt. Dann kann ich schnell zum Schiff. Eigenes Raumschiff. Da ist die Abgangszeit einen ganzen Tag. Nicht schön. Einmal pro Tag nutzen, das ist natürlich doof. So, dann den ganzen Kram will ich jetzt rausschneiden. Wir werden uns jetzt gleich auf Drum und Cast sehen. Nicht Drum und Cast, das ist der Imperialplanet. Wir werden uns gleich auf Coruscant sehen bei den ersten Gegnern. Ich hoffe mal, dass es nicht zu schwer sein wird nachher auf Voss, dass ich das hier schaffen kann. Ich glaube, es Belohnung gab es mehrere Helix bei dieser Mission. Mal gucken, also bis gleich. So, ich bin jetzt hier beim Weltboss. Also oben ist der Weltboss. Wie heißt denn das Gebiet nochmal? Alter Galaktischer Markt, das ist hier so. Was machen wir hier? Kommen die Schiffs mal runter. War das gut? Ich weiß es nicht. Nicht, dass sie es irgendwie rumstracken. Ja, die sind noch nicht so schlimm. Die sind Level 12. Kann man überleben? Ach, was mache ich denn da? Ich drücke ja nur ein 1 und 2 wegen Gravitationsgeschoss und so weiter, aber ist da verkehrt, denn... Oh, da muss einer helfen. Haut die ab. Na, jetzt kommen die auch wieder nach oben. Gibt's doch nicht. So, weg. Besitzt irgendwas Tolles? Nee, auch nicht. Man kann sogar plündern. Plündern 1 erfordert das. Was gibt's denn hier für einen geilen Kram? Nee, das will ich gar nicht. Dash? Ah, das will ich gar nicht. Mist. Da unten ist irgendwo noch einer. Nein, warum muss der so rumspacken? Komm, Elara, töte ihn. Jo, jetzt ist er tot. Seid gegrüßt, Auserwählte der grauen Sekante. Oh, wieder zu langsam.
So, das war's schon. Krass, jetzt müssen wir zum nächsten Planeten. Ich weiß nicht, ob man nachher zum Schluss nochmal irgendwie so eine Art Weltboss, so ein Endgegner kommt, wo man alle nochmal... Ich weiß nicht, wo könnte der denn sein? Dass man vielleicht nochmal nach Ilum muss und dann noch irgendwie, wenn man alle auf einem anderen Planeten war, dass man auf Ilum irgendwie noch irgendjemanden bekämpfen muss. Ich hoffe es nicht, weil es wird immer später und ich glaube nicht, dass ich da noch irgendwelche Gefährten finde, die mir helfen, aber naja, mal sehen. Bis gleich. So, da ich schon mal hier auf Coruscant bin, war ich nochmal kurz am Auktionshaus. Könnt euch erraten, könnt euch denken, was ich mir geholt habe. Zertifikat? Hä, wieso ist denn da jetzt schon wieder nur... Also wir haben hier die modische Schärpe, nicht so toll, aber Zertifikat ist ganz nett. Was war denn das für eine Kiste? Regulator nur, mhm. Das ist das Problem. Ach, da drüben ist die des Vizekommandanten. Ey, ich hab... Oh, nee. Kein Platz mehr. Hier, guck mal, Müll. Weg damit. Ich muss noch aufräumen, mein Inventar hier. So, Zertifikat und das Ding. Ich hoffe, dass er das öffnet. Nein, er braucht einen Platz, um das zu öffnen. Na, klasse. Ne, das kriege ich auch noch hin. So, ich bin zum nächsten Planeten geflogen. Hab erstmal Rot gewählt. Da hier jemand ist, den ich in der Freundesliste habe, habe ich gesehen. Da war er erst auf Ilum, dann war er auf Tatooine. Jetzt ist er aber auf Hoth. Habe ich mal gefragt, ob er auch gerade das Event macht. Diese Planetenquest vom Event. Hat er gesagt, ja. Und hat er gefragt, ich auch. Ja, gut, dann haben wir mal eine Gruppe gemacht. Er hilft mir jetzt hier. Er will die Gegner schon umkloppen, dass ich nur noch hinfahren brauche und diesen... mit dem Greed-Ruinen sprechen. Oh, ist aber weit hier. Ich hasse diese weiten Wege. Also Rot finde ich ganz cool, aber die weiten Wege, naja, man kann hier echt minutenlang fahren. Ich glaube sogar, ich glaube von einem Ende bis zum anderen brauchen wir wohl 20 Minuten. Ich habe es noch nie gestoppt, aber es ist mein Zeitempfinden. So, wie lange brauche ich noch? Das schneide ich raus, das dauert mir zu lange. Oha, unser Gruppenmitglied ist nicht verbunden, aber die schaffe ich auch so. Die sind noch grau, ach komm. Kann ich auch so wegkloppen. Mal hier, zack, einfrieren. Oh, ich hoffe, das war kein Fehler. So, wo habe ich jetzt meinen Mörserhagel? Oh, krass. Das ist ein komisches Geräusch gerade. So, er ist wieder verbunden. Also viel Schaden machen die hier nicht. Die frieren aber nur ekelhaft oft ein. Was ist denn hier los? Vier Goldene sind das. Ja, das ist... Ne, drei Goldene, ne? Dann geht's ja noch. Also ich glaube, ich könnte es... Ne, doch, es sind ja doch vier. Sein Gefährte hat da eingebündelt, deswegen habe ich den gerade nicht gesehen. Also die anderen hatte ich immer schneller weggehauen hier. Und die kriege ich nicht mal so schnell weg, obwohl sie grau für mich angezeigt werden. Also ich würde da keine Erfahrung bekommen und die machen eigentlich auch bei mir kaum Schaden. Sie nerven nur einfach. So, Gravitationsgeschoss machen wir. Den frieren wir ein. Ist er jetzt schon wieder verbunden? Verbunden ist er, aber irgendwie noch AFK. Ja, du bist ja mal gehört. Stirb doch mal, Junge. So. Ah, das kann ich plündern, das ist gut. Boah, alles plündern, plündern, plündern. Lara kann noch weiter plündern, ich nehme mal hier das Gespräch an. Grause Kante Druide. Ach, die sollten... Was ist denn überhaupt die Quest hier? Sollen wir die alle retten oder was? Du hast die Grause Kante in einen alten Druiden mit einer Bezeichnung Kanarosikuka gefunden. Ach, das war jetzt gerade der letzte sogar. Ah. Das wird immer das angezeigt, was als letztes war. So, dann mache ich hier noch ein bisschen plündern. Was hat er hier? Ransenit. Auch plündern. So, bin fertig.
Dann können wir weiter. So, Alderaan. Das sind Hebeviecher. Na gut. Da ist noch so ein, wie heißt der? Ein Bornziegel. Oh, jetzt greift er mich auch noch an. Naja, 28, da habe ich jetzt keine Angst vor. Ich nehme mal den Schusshagel, nehme ich mal. Und der war richtig scheiße gesetzt. Naja, egal. Gravitationsgeschoss. Komm, 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 komm. Da droppen die alle. Nur Credits. Seien Sie vorsichtig, Auserwählte der grauen Sekante. Was, die zweifüßige Ausrottung der Killiks schreitet voran? Die sind wohl hier, um die Welt zu retten. So, dann mal aufsteigen, noch ein bisschen plündern hier. Ah, nee, ach. Lassen wir liegen, egal. So, auf Tatooine wären wir hier angekommen. Westliches Gebiet, das Dünenmeer, Außenposten Torazan. Dort oben ist das Pobarazoti. Ne, Pobarazotu K. Mal gucken, worüber er sich beschwert. Wahrscheinlich darüber, dass die Menschen hier die Desertifikation vorantreiben, also die Verwüstung. Ne? Die Menschen verwüsten alles. Oh. Ja, der Verwüstung einiger Planeten, weil hier ist ja echt nur noch Wüste. Und was ich mich natürlich frage, hier stehen ja überall diese Vaporatoren rum, aus der normalerweise Luftfeuchtigkeit gewonnen wird, um Wasser zu gewinnen. Ist das nicht hier irgendwo? Und da frage ich mich, wie soll das eigentlich funktionieren? Der 49er ist hier gerade rausgekommen. Der hat das auch gerade gemacht. Ach, guck mal, da hat sogar die ganzen Gegner gelegt für uns. Ist ja nett. Ah, ich glaube, ich muss mal das selber auf YouTube durchlesen. Für das erste Gespräch, für die ersten paar Sätze hat er sich länger Zeit gegeben als für die zweiten paar Gespräche. Und ich fand, die waren länger. Aber egal. Womit stehen wir bei den Vaporatoren? Also ich weiß nicht, wie man hier aus dieser Luftfeuchtigkeit gewinnen will. Denn ich glaube, die Luft hier auf Tatooine ist wahrscheinlich nahe Null. Also die Luftfeuchtigkeit. Man kann da, glaube ich, kein Wasser draus gewinnen, weil die Luft hier ist bestimmt knochentrocken. Ja, das ist so meine Kritik. Oder wie wollen die das dann machen? Ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier noch irgendwie ein bisschen Luftfeuchtigkeit drin ist. Ich meine, das ist ein Wüstenplanet. Jo, und dann sehen wir uns jetzt gleich weiter wieder auf, es fehlt noch Voss und, ach, auf Quash war ich auch noch nicht. Erstmal nach Quash. So, Quash, hier ist es, welches Gebiet genau, also ich habe einfach einen Gleiter runtergenommen zum Königslager der Familie, bin ein bisschen nach oben wieder gefahren. Hier oben beim Baum stehen sie, Die sind Level 32. Mal gucken, wie lange ich brauche, um die kaputt zu hauen. Kann mal aufladen hier. Das sind schon nervig, die Viecher. Ich weiß zwar nicht, was für einen Angriff die machen, aber der klingt komisch. Also irgendwie interessant. Ich glaube, die frieren dann damit ein. Das haben sie bei mir vorhin immer gemacht. Auf Alderaan. Nicht auf Alderaan, auf Toto war das ja. So, einer ist weg. Die anderen schubsen wir mal darüber. Ja, war jetzt nicht so gut, aber. Zu dicht, oder was? Nee. Oh Mann, das hab ich. Ich möchte meinen Mörsager benutzen. Was soll das? Heilen möchte ich nicht. Genau, ich muss das erstmal wieder umstellen hier. Das ist total. Ich glaube, ich kann hier gar nicht mit arbeiten. Auf der 4, was hat sich denn da? Weiß ich gar nicht mehr. Auf der 4
4. Was hatte ich aber 4, wenn ich das wüsste? Die Skills glaube ich nicht, oder? Vollautomatik, hatte ich die da? Schusshagel? Ich glaube, ich könnte mal den Vollautomatik auf die 4 machen. Dann nutze ich den öfter. Denn ich muss ja auch mit Gravitationsgeschoss Tamar hochstecken hier. Und anschließend Effektivgeschoss in Vollautomatik bringt auch mehr Schaden. Beziehungsweise auch Schusshagel. Genau, Vollautomatik hatte ich glaube ich sowieso auf der 4. Ja, steht doch mal hier. Credits. So, jetzt reicht's hier. Jetzt hauen wir ihn um. 2, 2, 2, 2, 2. Ganz auf die 2 drücken. Boah, ich will gar nicht wissen, wie das nachher auf Boss ist. Da brauche ich erstens ewig und zweitens werde ich wahrscheinlich sehr oft auch sterben. Planetenauszeichnung, ja, sehr schön. So ist es. Er hat gerade was über die giftigen Gase dieses Planeten geredet. Müsst ihr am besten mal HD stellen, auf Pause drücken und höher, ja, kompletten Bildschirm. Wenn ihr es auf dem zweiten Bildschirm guckt, so wie ich, auf dem zweiten Monitor, dann kann man das glaube ich nicht so gut lesen, aber wenn man HD stellt und auf dem Fernseher oder so, dann kann man das glaube ich lesen. Die hätten das auch mal echt in nicht basic machen können, so wie, wie hieß denn der? Tamnak? Ne, oder irgendwie, da war so eine goldene, so eine Gree-Roboter auf, lass mich lügen, wo war das? Auf Coruscant waren die. Pataka hieß einer von denen, das weiß ich noch. Das weiß ich, weil ich gerade mit meinem Jedi-Ritter auf Coruscant war. Und der hat auch Basic gesprochen, halt nur immer komisch, hier mit orange Tangente und grüne Sekante und schwarze Winkelhalbierende und keine Ahnung was. Aber es war wenigstens Basic. Willkommen auf Voss und willkommen im letzten Gebiet auf Voss. Das Gorma-Gebiet heißt das hier. Und nicht weit von der republikanischen Basis sind unsere... Ach nee, das ist es gar nicht, scheiße. Ich habe mich verflogen, wieso... Hä, ich habe doch auf die Karte geguckt. Das war die einzige Quest hier. Okay, man muss hier wohl in das Gebiet reinfliegen, um das zu finden oder so, ich weiß es nicht. Den Fehler hatte ich vorhin nämlich auch schon, dass ich das irgendwie nicht gesehen habe. Dann musste ich den meinen Gruppenkollegen hier fragen, wo das genau war auf Tatooine. Ja, dann muss ich nochmal weitersuchen hier. Das ist nämlich die Bereichsquest. Ach, da ist es. Das wird ja sogar angezeigt hier. Vorhin wurde es nicht angezeigt, glaube ich. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Dann fliegen wir mal in das Gebiet. Ich finde die Glatte ja so krass hier. Ich weiß zwar nicht, wie die Dinger hier fliegen, aber hey. Ich meine, die müssen ja irgendwie abheben. Und ich weiß nicht. Müssen sie Triebwerke haben, dass sie wie Senkrechtstarter erstmal nach oben fliegen und dann, dass die Triebwerke nach hinten... Was war das? Eine Kiste? Ich glaube, es war eine Mission. Irgendwas Blaues habe ich ja gesehen, aber... Naja, werden wir dann sehen, wenn wir irgendwann auf Voss sind. So, da bin ich mal gespannt. Na nü? Jetzt packt der Gleiter wieder rum. Ja, irgendwie backt der jetzt. Der macht kein Raketengeräusch mehr, was soll denn das? So, ich muss jetzt dahin fliegen und ich werde I drücken. Nein, das werde ich nicht. Ich muss den Gefährten noch. Wen nehme ich da mit? Ich nehme Elara mit. Und ich kann meine Gefechtsunterstützungszelle schon mal wieder rausnehmen. Denn ich habe es nicht vor zu heilen, ich will DD machen. Und das ist die Heilungszelle überhaupt gar nicht mehr, denn ich habe das Event ja jetzt quasi fertig. Wenn ich die Quest noch abgebe. Dann müssen wir nochmal nach Ilum zur Gesamtquestabgabe. Da kommt zum Lukain-Kampf. Die könnte ich, glaube ich, nicht alleine schaffen, die Gegner dort. Ach, jetzt steigt der automatisch ab. So, und in der Richtung sind die... Was sind die denn hier? Da oben. Oh, 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 oh. Gott, hier sind so viele Gegner. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt alleine schaffe. Na, oh, jetzt geht das nicht mehr, oder? Wie so ein Level 1er Noob hier, der irgendwo hinspringen will und es nicht schafft. Komm schon.
Können die nicht einfach sterben? Ach, die sind Level 44 bloß. Aber trotzdem, sind alles Gold, ne? Da muss ich einen rausnehmen. Besser wären natürlich zwei, aber mehr geht nicht. So, was war das hier? Unser Schlaggeschoss war das, ne? Genau. So, einer ist raus und ich hoffe jetzt, dass die nicht zu viel... Genau. Durchhalten. Genau, durchhalten. Haben die mich nur kurz eingefroren, die Schweinehunde. Oh krass, die machen viel Schaden. Brauchen wir hier eine Vierergruppe für, oder was? Oh, krass, ey. Ich weiß auch gar nicht, wie ich die wegbekommen soll. Ich muss mal im Chat fragen, ob mir hilft. Also mein Kollege hier, der ist ins Bett gegangen. Mal gucken, ob auf Voss jemand ist, weil es sind nur 8 Leute hier auf Voss. Naja. Ich habe gerade meinen Heldenmoment gezündet. Ja, aber das habe ich erst nach dem Kampf gemacht, ich Idiot. Also die Typen, die waren echt zu stark. Ich habe jemanden gefunden, der mir hilft. Ah, da ist er schon. Ich stecke mir überhaupt ein Blätter auf. Ich meine, das Heldenmoment, das geht ja, glaube ich, 10 Minuten lang, ne? Oder war es nur eine Minute? Da muss ich schnell hin und das nutzen. Muss die Gegner kaputt machen. Wobei, das war jetzt eben schon richtig peinlich. Ich habe gedacht, boah, ich hätte nicht gedacht, dass sie so viel Schaden raushauen. Ich meine, das sind zwar 4 Goldene, beziehungsweise 3 Goldene, weil ich ja einen CC habe, aber... Oha, nee. Das hätte ich selbst mit 4,45ern, glaube ich, nicht geschafft. Also in der Vierergruppe, deswegen ist es ganz gut, dass es hier auch ein paar 55er gibt. Oha. Die sind rot, die hauen mich bestimmt um, wenn sie mich sehen. Aber das Gute ist, die Roboter liegen jetzt auch. Und dann kann ich die ja, kann ich das Gespräch machen. Oder ich helfe denen so ein bisschen, aber ich weiß nicht, ob die mich dann... Hä? Was war das denn? Oh, was für ein Deck, Alter, krass. Ne, irgendwie will er... Der will da oben nicht... Hä? Der Gleiter ist das hier, oder was? Scheiße, jetzt spacke ich hier rum, ich hänge hier, fuck. Muss ich vielleicht mal Stuck eingeben. Wahrscheinlich hat er automatisch Stuck gemacht. Nee. Und ich bin PvP markiert. Na, das kann ja heiter werden hier. Lass mich in Ruhe, Arschlöcher! Ja, genau. Vielen Dank, ist es Hexe. Ah, wieso war ich noch PvP markiert? Ich weiß es nicht. Ich hab's eigentlich ausgestellt. Oh, jetzt hilft er mir. Ah, aber das wird, glaube ich, sein Verderben. Denn die sind ein bisschen stärker, oder? Jetzt können wir Miki mal zugucken. Er ist ein Sabo. Oha. Sabos sind ekelhaft. Ich glaube, wir können sogar den Kampf gewinnen gegen die beiden. Wobei, die haben alle ihre Gefährten dabei, ne? Ja, nee. Also sind beides 55er. Hm, schade. So, die Roboter liegen noch. Schnell ran da. Das war echt krass mit den 45ern hier. Mit den 55ern. Violette Tangente, neuer Spruch oder wie? Und die Gegner sind gerade wieder gespawnt. Aber wir haben es jetzt eh geschafft, deswegen kann ich jetzt mal den angreifen. Dann speichern wir die Schnellreise und wir sehen uns gleich auf Ilum wieder. Krass, ich habe mich hier an allen vorbeigeschlichen, habe dann Lara auf passiv gestellt, mich in die Ecke gestellt und dann habe ich die Aggro von den Gegnern verloren. Jetzt können wir die Mission hier abgeben bei Kanarusikuk. Der Weise des Geschicks und Einfallsreichtum. Eigentlich haben wir bloß Gegner umgekloppt, beziehungsweise wir haben andere die Gegner für uns umkloppen lassen. Und hier gibt es ein Haustier, ein Mini-Scout. Ein M1-N1-Scout. Zweimal bloß die Helix. Und was ist das hier? Ein episches Artefaktfragment. Hier, episches Dingsbums. Ich kann die Mission nicht annehmen. Ich habe keinen Platz. Alter. Na, ist egal. Das werde ich jetzt gleich machen. Habe ich Schnellreise? Habe ich auch nicht. Dann nehme ich mal die andere Schnellreise, die zum Sterben. Komm schon, das geht hier. Ich mache hier auch wirklich überhaupt keinen Schaden. Doch, doch, da. Schaden. Nochmal Schaden. Ich mache Schaden. Wie geht denn das?
Aber es war auch wirklich nur zweimal mit dem Effektivschuss oder so. Nee. Einmal Gravitation und das zweite war, glaube ich, Effektivschuss. Weil das Gravitationsgeschoss, das senkt ja, glaube ich, die Rüstung. Der Rüstungswert des Shields, genau. Die Rüstung wird durchschmettert 45 Sekunden lang um 20%. Und deswegen konnte ich, glaube ich, kurz Schaden machen. So zum Medicenter und dann kann ich den Rest annehmen. Und dann kann ich euch das neue Haustier zeigen. Sie auf Ihren Posten zurück. So, genug verkauft. Jetzt kann ich das auch annehmen. Oh, ich habe wieder eine Sache zu viel verkauft, ist ja egal. Beziehungsweise zwei davon waren Gefährtenverschenke, Gefährtengeschenke. Die habe ich einfach mal angewählt. So, jetzt haben wir hier so einen Mini-Druiden. Geil. Den gibt es ja auch in den Kisten. Einmal haben wir den in weiß-rot. Und dann gibt es den, glaube ich, noch in zwei weiteren Farben, aber der ist halt ein bisschen seltener. Deswegen habe ich den ja sonst nicht in den Kisten. Ist ja schon erstaunlich, dass ich überhaupt einen davon drin hatte. Und jetzt, ja, nehmen wir mal die Ruftrophäe. Du hast die wöchentliche Obergrenze für diesen Ruf erreicht. Aber da dieser Ruf sowieso nicht mehr Erfolg, ab nächsten Update, also quasi nachher in 5 Stunden circa, ich weiß nicht wann genau das Update aufgespielt wird, beziehungsweise der Patch, ist kein Update, dann ist das Event wieder weg für ein paar Wochen und dann werden wir es in 3-4 Wochen werden wir es wiedersehen, beziehungsweise nur die Spieler, die Level 55 sind. Also war das erste Mal, dass ich dieses Event mitmachen konnte und wahrscheinlich auch das letzte Mal fürs Vorerste. Irgendwann werde ich dann natürlich 45 sein. 55, Mann. Ich bin noch 45. Aber bis dahin, es dauert noch ewig. Also ich werde mal irgendwann wieder ein Abo holen, das steht schon fest, aber ich weiß noch nicht wann. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ich hole mir nie wieder ein Abo. Zurzeit hole ich mir kein Abo, ich bin so ein bisschen enttäuscht von dem ganzen Kartellgemarkt ausgeschlachtet von diesem Spiel, aber ich kann nicht negieren, dass ich das Spiel nie wieder abonniere. Also ich denke mal schon, dass ich, wenn ich 50 bin und ein paar Flashpoints gemacht habe, dass ich mir dann das Update auch kaufe und wieder ein Abo hole. So, das war's dann für diese Folge. Ich sag bis zum nächsten Mal, euer Commander Peace. Danke fürs Einschalten. Peace out.